Ist das hier? Ah, hier kann ich mein Geld in die Bank legen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, der Ausgang ist da unten. Oh, ganz weit unten. Ich finde keinen Weg runter. Hi. Ach komm. Fotomir, was tust du? Ich dir was. Was? Von hinten? Schärke. Magier und Frösche. Willkommen in der Welt von Lovecraft. Naja, Frösche okay, aber Magier habe ich bis jetzt noch keine gesehen. Seele des Dagon. Du ergreifst diese seltsame Kugel. Sie summt in Erwiderung deiner Berührung und vibriert, als wolle sie sich losreißen. Als deine Finger sie fester umschließen, wirst du von einer plötzlichen und unwillkommenen Erkenntnis getroffen. In diesem unterirdischen Gefäß beginnt sich die Seele der uralten Gottheit Dagon zu rühren und zu erwachen. Eine längst vergessene Erinnerung von Todesangst, unkontrollierter Zerstörung und dann einem Geheimritual und einem unbehaglichen Frieden erscheint vor deinem inneren Auge. Als die Vision verblasst, bleibt ein kränkliches, leeres Gefühl. Die Seele von Dagon rührt sich in der Stille. Du kannst jetzt das nächste Buch in der Bibliothek freischalten. Deswegen war ich ja hier. Und zurück zur Bibliothek. So, wir sind aus dem Keller raus und haben die Seele von Dagon mitgegeben. Ich werde kurz dieses Kartoffelfleisch essen, damit ich wieder in den Keller. Und musst du hier. Du hältst die Seele von Dagon vor das versiegelte Buch. Die Kugel drückt sich gegen deine Finger. Fühlbar bestrebt, die lederne Oberfläche zu berühren. Ein ferner Wind beginnt zu heulen, als die verkapselte Seele in deiner Hand zu toben beginnt. Als Dagons Zorn stärker wird, beginnt die Macht, die das Buch verschlossen hat, zu brechen. Ein ohrenbetäubendes Krachen ertönt, als das Siegel bricht. Die Seele des Dagon wird ruhig und still. Das Buch öffnet sich und offenbart staubige, mit unheimlichen Glyphen bedeckte Seiten. Eine namenlose Angst erfüllt dich. Die nächste Welt erwartet dich. Du hast das Buch zur nächsten Welt freigeschaltet. Diese Bücher bleiben auch für dich zugänglich, wenn du stirbst und neu beginnst. Na dann, auf geht's. Ui. Das sieht ja fast edel aus hier. Zurück zur Bibliothek will ich nicht. Teppiche im Boden, Vorhänge an den Wänden. Und sehr seltsame Wesen, die hier. Und die stehen wieder auf. Schön. Oh, hi. Schön, versteinert. Was? Und wenn ich nicht hingucke, bewegen die sich auch noch. Fuck me. Ach klar. Ja, und schon bin ich tot. Und werde einfach so auferstehen. Und wieder hier runterrennen. Und völlig woanders auftauchen. Hier sind doch schon wieder diese Nähe, hier sind sie nicht drin. Ich habe keinen Schlüssel, ich bin gestorben. Das heißt, ich muss hier runter. Beim Fallen verliere ich anscheinend keine Energie. Pack, das war eine Falle, schade. Jetzt verliere ich aber zwei Energies. Auch ein super Plural fällt mir gerade auf. Die versteinerten.
verschlossene Gegend. Sie sind alle stärker hier anscheinend. Renne ich wieder durch und mache einfach nur zum Ziel? Ich habe keinen Kompass. Schade. Oh Scheiße, hau ab. Okay, da ich hier anscheinend keine Überlebenschance habe, werde ich mal im Asylum auferstehen. Mal gucken, wie es da ist. Zurück zur Bibliothek oder Essenliste. Sieht auf jeden Fall schon mal hier aus. Was es hier so gibt. Auf jeden Fall viele, viele verschlungene Pfade. Und die Typen. Stolperdraht. Dingens. Ja, super. Ja, habe ich schon erwähnt, dass sie sich gegenseitig töten. Was bist du? Nichts, was mir was tut. Oh. Keine Ahnung habe, wo ich hinlaufe, ob das mir was Gutes bringt oder nicht. Ich verstecke mich einfach hier drin. Was ist das? Gefangene Seele aufnehmen. Hier war ich doch schon. Schön, dass ich mir selber Schmerzensgefühle richtig fallen. Ich würde hier gerne rausgehen für mich. Auch verstehen. Ja. Selber doof. Ah, dieses Buch schwimmt hier. Die einzige Wind wirbelt um dich herum und schlägt die Seiten des Buches um. Die Berge des Wahnsinns warten. Ja, warum nicht? Schlechter als eben kann ich ja nicht sein. Oh, ein Flugzeug, das kann ich benutzen. Der Flugzeugschlüssel, die Flugzeugschlüssel fehlen. Ohne sie kannst du nicht von hier weg. Dann muss ich die wohl finden. Speckstein. Ein grünlicher, sternlichförmiger Specksteinbrocken. Hat keinerlei Nutzen. Ach, gut, dass du mir das sagst. Das hätte ich jetzt gedacht, der hat einen Nutzen. Hier ist ein Ausgang. Ich habe immer noch alle Energien. Und hier ist ein komisches Geräusch. Naja. Hier geht's runter. Ja, dann muss ich ja wohl hier in den Ausgang. Hoffen, dass ich hier irgendwo die Schlüssel finde.
Was? Ah, jetzt fallen auch noch von oben die Dinger runter. Was? Okay, du gehst auch tot. Auferstehen! Ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte den Hardcore-Fans gefallen. Aber ich weiß noch nicht, was ich jetzt davon halten soll. Speckstein, sinnlos, ich weiß. Boah, Pinguine. Lagerfeuer? Krass. Boah, super. Ich werde euch Pinguine nicht töten. Vor allen Dingen brauche ich eine Waffe. Okay, zur Not nehme ich auch eine Axt. Auch wenn das wieder so lange dauert, bis der zuschlägt. Da ist noch eine Axt. Ja, ich brauche wieder was zu essen und ich muss mehr aufpassen, dass mir die Dinger nicht auf den Kopf fallen. Hey. Entschuldigung. Zwei Pistolenkugeln. Artefakte! Das Ding schon wieder. Ja. Hatte ich nicht gesagt, ich wollte darauf achten? Tja. Nochmal, wenn es so schön war. Muss auch irgendwo was Sinnvolles zu finden sein. Ja, das ist ein guter Start. Gleich erstmal volle Kanne runterfallen und mir den brechen. Stein. Das sieht mal interessant aus. Sogar mit der Tür zum Rauskommen. Und die versuchen sich halt gegenseitig zu hauen. Die lasse ich mal. Ah, hier komme ich weiter. Runter. So. Ich habe immer noch keine Waffen, ne? Nee. Vor allem keine anständige. Nö. Hier geht's auch nicht rum. Hier geht's nicht rum.
Da sind auch noch komische Viecher im Weg. Und hier oben ist auch nichts. Da ist was. Ein einzelnes Artefakt. Und ich fürchte, ich muss hier hoch. Zu den Pinguinen. Ja. Super gemacht. Und das Viech wieder. Noch eine Energie, ich muss hier raus. Und tot. Beim Flüchten gestorben. Da komme ich nicht rein. Da ist es wieder das Heilung. Da will ich nicht rein. An 4 von 4. Und das ist wieder die Kürbiswelt. Da will ich auch nicht rein. Okay, dann gehe ich wieder hier rein. Krokodile. Die sind neu. Entschärfen. Verschlossen. Schade. Huch. Ja. Schade. Ach komm, ich will hier endlich mal was reißen. Verschlossene Tür. Komm durch. Will ich da durch? Ich weiß es nicht. Ich klinge alle immer so resigniert hier. Faules Fleisch werde ich nicht essen. Hat man nicht vorgewarnt. Ei. Essen ja. Ei. Kann ich nicht rein? Ich habe keinen Schlüssel mehr. Ah, hier ist Fleisch. Danke. Ja, ja. Immer so, als würden die sich erschrecken oder sowas. Oh, ich hab Schlüssel. Hä? Sieht keine
rein irgendwo? Will ich nicht rein? Soll irgendwo ein Ausgang sein? Oder ein Weg nach unten? Nein. Hä? Kein Weg, ne? Die muss auch irgendwo ein Ausgang sein. Ich drück schon wieder R zum Nachladen. Ja, da hat er mich erwischt. Ich bin wieder tot und ich finde hier keinen Ausgang. Ja, dann gehe ich doch nochmal ins Asylum. Guck, was ich hier reißen kann. Oh, Scheiße. Ja, die Steinklötze machen mich kaputt. Wunderbar. Ja, ich denke mal, das Spiel ist nicht für mich gemacht, aber es ist irgendwie interessant gemacht. Sehr schön mit Seelen sammeln und alles Mögliche. Und ich denke mal, dass manche damit viel Spaß haben werden. Vor allen Dingen, das Podest hat eine flache Einbuchtung, in die ein seltsames Muster eingraviert ist. Es scheint, als könnte hier ein runder Gegenstand eingefügt werden. Hier auch. Und hier kann man auch noch was Gegenständiges einfügen, um dann durch die Tür nach draußen zu kommen, glaube ich, oder so. Oder in ein weiteres Level. In der Bibliothek stehen einige Sachen oben. Hier ist das Tutorial. Das erklärt, wie man was macht. Hier sind die Bestenliste und was weißt du nochmal? Bibliotheksverzeichnis. Hier befindet sich noch eine Welt. Also hier war ja die erste Welt. Hier befindet sich noch eine Welt, die aktuelle Welt. Hier ist eine dritte Welt. Hier ist diese komische Eiswelt. Oh, und das dritte Buch. Im frühen 20. Jahrhundert, als die großen Alten die Erde zum zweiten Mal bedrohten, versammelte sich die Wächter in Neuengland, um das Binderritual erneut durchzuführen. Eine einfache Bibliothek wurde dazu auserkoren, den Ritus zu beherbergen. Die Wächter erwählten einen von ihnen, den Bibliothekar, um im Gefängnis zu verbleiben und es vor weiteren Störungen zu bewahren. Ja, es gibt also auf jeden Fall noch viele schöne Welten hier drin und viel zu lesen. Auch wenn einige Bücher immer wieder dasselbe enthalten. Ich kann die Schlampe ausschalten. Nur den zweiten Teil finde ich gerade nicht. Doch da. Tausende von Jahren vergingen um die Groß- und die großen Alten schlummerten in ihren Gefängnissen. Im späten 19. Jahrhundert entdeckten Archäologen in Arabien den Ort, an dem das Binderritual vollführt wurde. Die Ruhestörung wirkte sich auf das Gewebe des Kosmos aus und weckte die uralten Wesen längst vergessenen Grauens, brach hervor und die Erde war erneut in höchster Not. Ja. Wie gesagt, für Lovecraft-Fans ist es bestimmt interessant. Für mich jetzt nicht so sehr, obwohl ich die Bücher auch schön finde. Und ja, freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt mit mir hier in diesem Spiel, wo ich nur verloren habe. Wenn es euch gefällt, gerne mal reinschauen. Ich glaube, das kostet nicht sehr viel Geld bei Steam. Und ja, ich danke für die Aufmerksamkeit und
Bis zum nächsten Mal.